Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Hüfschrauber. Und es ist der Nachfolger von einem Spiel, welches wir, ich glaube, vor einem halben Jahr circa hier auf dem Kanal gespielt haben. Damals haben wir Wolfenstein The New Order gespielt. Und nun spielen wir den Nachfolger, von dem ich bis zu diesem Let's Play damals gar nicht wusste, dass er existiert. Nämlich Wolfenstein 2 The New Colossus. Ein wirklich direkter Nachfolger von dem Spiel. Das heißt, wenn ihr euch für dieses Universum interessiert, dann würde ich euch ja doch schon raten, den ersten Teil zu schauen. Ich glaube, man kann das Projekt oder beziehungsweise das Spiel auch verstehen, wenn man den Vorgänger nicht gesehen hat, aber es ist wirklich ein nahtloser Anschluss. Also dieses Spiel beginnt am Ende des letzten Spiels, also wir haben hier definitiv einen ganz klaren Nachfolger. Und es ist krass, dass ich den noch nicht gespielt habe, weil ich habe den ersten Teil geliebt und ich habe mich ganz lange beschwert, dass ich dann nie wieder ein Spiel gefunden habe, was so ist. Und irgendwie ist das an mir vorbeigegangen, dass es das hier gibt. Ich habe mega Vorfreude. Also für jeden, dem Teil 1 gefallen hat, vermute ich, dass der zweite Teil genauso gut gefallen wird. Ich habe mal kurz die Kritiken angeguckt. Das Game wird wieder als großartige Singleplayer-Shooter-Erfahrung gewertet. Also wir können mindestens das Niveau des Vorgängers erwarten, wenn nicht sogar noch besseres. Und ich habe nicht mehr zu sagen, Freunde. Na, also für alle, die das vielleicht noch ganz kurz einordnen wollen, das ist nur ein kleiner Testspielstand, wo ich die Grafik gecheckt habe. Ja, ein Spiel, welches in einem fiktiven Universum spielt, in welchem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und wir sind quasi Teil einer Widerstandsgruppe, welche irgendwie versuchen, das Nazi-Regime zu Fall zu bringen. Da wir aber die deutsche Version spielen, gibt es hier keine Hakenkreuze oder sonstigen Anlehnungen an das Dritte Reich. Damals hier wurde alles durch Wolfenstein-Symbole ersetzt. In der internationalen Version gibt es das Ganze mit Hakenkreuzen, aber ich meine, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, das Spiel hat auch eine gute Atmosphäre ohne die ganzen Symbole der damaligen Zeit. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Starten wir einen neuen Spielstand. Schwierigkeit. Ich mache immer so Mittel, ne? Lass sie nur kommen. Das ist grausam, so einmal, zu träumen, einmal alles. Und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart! Ah, das ist jetzt die Zusammenfassung vom ersten Teil. Hey, Hähnchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist der, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Eng. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? BJ Blazkowicz. Caroline? Sie leben. Wenn man einen Sackscheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Sir Troth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Sello gebracht. Sie sind Sir Troth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Sir Troth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz. Pass auf da draußen. Niemand verlässt mein Lager. Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Dirty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dirty Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blazkowicz. Ihre alte Freundin, Frau Engel, befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain!
Sie haben die Hammerpaust entführt. Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Dringen so schnell es geht in die Basis ein. Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Boom. Feuer frei. Das war nochmal Teil 1 zusammengefasst. Auch für mich als jemand, der es jetzt gerade mal vor einem halben Jahr gespielt hat, nochmal ganz angenehm, das Ganze zu sehen. Und übrigens, damals habe ich auf PlayStation 5 gespielt. Dieses Mal spielen wir auf PC. Blaskovic! Findet ihn! Blaskovic! Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Oh boy, das ist nochmal genau die Szene aus dem ersten Teil. Hat das einen Einfluss, für was ich mich entscheide, oder? Captain Blaskovic, gute Eigenschaft meine ist Geduld. Endlos. Welche wohl stärker ist? Wyatt retten? Meine Geduld. Die Aufgabe, ich treffe mal dieselbe Entscheidung wie in Teil 1, weil ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ausfluss, ob das jetzt einen Einfluss auf das Spielerlebnis hat. Wyatt-Zeitlinie ausgewählt, ja. Doch, dann passt es jetzt genau mit dem, was wir in Teil 1 gemacht haben. Thomaschen, hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Scheiße, da sind seine Eingeweide! Die drin, leg die Hände drauf! Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber! Los, jetzt anheben! Ein Segen, vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die ich liebe. Hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Warte, wir sind raus! Feuer! Ja, Madam! Wer verblutet? Schneller! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Ah, da haben sie die Basis von Totenkopf in die Luft gejagt, oder? Er läuft blau an! Ja. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein. Mama, ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Bleiben Sie bei uns, Blaskovic. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Leute, wir brauchen dringend Blut. Das Spiel beginnt einfach damit, dass an unseren Gedärmen rumoperiert wird. Willkommen bei Wolfenstein, Freunde. Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt, er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie.
Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lasse ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Immer her damit, du kleiner Feigling! Mehr hast du nicht drauf? Du bist so verdammt wach! Die Hacken auf dir rum, die zerbrechen, lassen dich dreckfressen! Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten! Aber ich zeig dir, wie man es sehen kann! Atmen, Blaskovic. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy, happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselst so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden, die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schrägen begradigen. Es liegt an dir. Bring an den Abzug. Genauso. Und jetzt? Schieß. Schieß! Ich schieß daneben. So schwach wie deine Mutter. Aber das Blut klebt nicht an unseren Händen. Am Ende wird alles gut.
ist das? Erinnere sich? Die alten und Schwachen sind verdammt. Ich mach dich kalt! What the hell? Die weiße rautenförmige Markierung zeigt dein nächstes wichtiges Ziel an. Benutzt die Tippfunktion für zusätzliche Informationen über Richtung und Entfernung zu einem wichtigen Ort. Okay. Geh. Okay, ich kann jetzt sogar hier umher düsen. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Oh, Scheiße. Da kommen Sie. What the hell? Kommen die da jetzt? Muss ich da raus? Ich lass den Eingang mal weitestgehend nicht aus den Augen. So, dass hier irgendwas mutig interagieren kann. Wir sind einfach Rollstuhl-LP. Aber habt ihr das richtig gesehen? Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt vielleicht verguckt hatte. Aber es sah so aus, dass an dem Ort, wo ich operiert wurde, ne? Am Magen. Oder Blazkowicz operiert wurde, nicht ich. Da war irgendwie so Metall. Als ob wir da zumindest eine Metallplatte hätten. Okay. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. So, was haben wir da? Concept Art. Drücke J. Okay, da kommt gleich einer. Ah, das ist das Kinderzimmer. Okay. Cool. Das ist, glaube ich, der Keller, wo wir jetzt den Hund erschießen mussten. Ich weiß es aber nicht. Das ist die Krankenstation und das sind nochmal wir. Ja, doch. Irgendwas ist da, seht ihr das? Aber es ist kein Metall, aber irgendwas haben wir da an der Seite. Okay. So, da war der Gegner. So, ihr könnt euch beide verziehen. So, mein Shooter-Gameplay wird auf jeden Fall besser als im ursprünglichen Let's Play. Das kann ich euch versprechen, Freunde. Einfach weil ich jetzt mit Maus und Tastatur spiele. Jetzt lebt er immer noch. Ich glaube, ich drehe hohl. Es sind sehr, sehr große Display-Eingaben. Ich weiß nicht, ob ich die noch irgendwie kleiner machen kann. Na, aber dieses ganze drücke E und die Tastatur und alles drum und dran, das sind irgendwie sehr, sehr große Einblendungen. Die könnten meinetwegen noch ein bisschen kleiner sein. Da können wir mal ganz kurz nachschauen, wenn wir jetzt vielleicht hier auf Grafik gehen. Modus für Farbenblende, erweiterte Einstellungen. Vielleicht hier irgendwo. Sichtfeld, maximale FPS. Ja, das passt. Nee, aber das ist wirklich nur... Das ist nicht die Größe des HUDs auf jeden Fall. Ist das bei Gameplay? HUD hier an. Fadenkreuz und Zielmarkierung werden auch dann angezeigt, wenn diese Einstellung deaktiviert ist. Naja, eigentlich... Ich will die Größe des HUDs anpassen, aber irgendwie... Naja. Gewöhne ich mich schon dran, Freunde. Wow, wow, wer schießt hier auf uns? Okay. Ihr könnt euch nicht mal mit einem Rollstuhlfahrer anlegen. Ihr Lappen. Ihr absoluten Lappen. So, sehr viel Munition hier. Ich freue mich schon, wenn ich laufen kann. Das fühlt sich so weird an, in einem Rollstuhl hier rumzufahren. Okay. So, und meine Heilung geht immer nur bis 60 runter, ne? Also, weil es mir einfach noch nicht so gut geht, kann ich einfach quasi noch nicht voll geheilt sein. Und da hinten ist übel viel Stuff. Wie komme ich denn da rüber? Habe ich eine Karte? Nee, aber jetzt wartet mal. Da drüben ist ganz viel Stuff, den ich einsammeln kann. Komme ich da vielleicht irgendwie durch oder so? Nee, auch nicht, ne? Ich fange jetzt schon an, Freunde. Ich fange jetzt schon an, Sachen erkunden zu wollen. Das ist ganz schlimm. Aber das ist ja auch das Geile an den Wolfenstein-Spielen. Wolfenstein. Verdammt, ich glaube, ich werde mein Leben lang Wolfenstein sagen. Ich weiß, es ist nicht die richtige Aussprache, aber ich bleibe dabei, okay? Aber das, also es gibt super viel zu erkunden in den Wolfenstein-Spielen. Das hatte Teil 1 auch schon zu bieten. So, okay. Aber die kommen nicht durch das Glas, ne? Okay. Jetzt sind die irgendwie explodiert. Ich habe so gar nichts gemacht. Ah, das ist aber ein bisschen Rüstung.
Warte mal, wo war die? Ich konnte hier gerade irgendwo Rüstung aufheben. Da. Nee. Wo zur Hölle liegt die? Okay, ich weiß nicht, wo meine Rüstung ist. What? Oh. Ich bin einfach gestorben. Wow. Einen Moment. Da jetzt. Putz. Holy shit. Mhm. Blaskowitsch! Stehen bleiben! Bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist! Okay, also, sind es mich Magnete oder Druckwellen? Die Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch? Okay, ne. Warten Sie. Okay, jetzt! Kommen Sie! Ja, die haben schon Brei aus mir gemacht, Kollege. Vorsicht, der Boden ist nass, das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie! Los! Okay. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön, dass Sie herumlaufen. Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett... Freunde, wir haben gerade irgendwie keinen Ton. Moment. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Okay. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. So, da ist die Karte. Okay, damit kann man arbeiten tatsächlich. Damit kann man sehr gut arbeiten. Ich bin der Jäger. So, Falle aktivieren. Sheesh. Sehr gut. Alles klar. Ja, sorry, dass der Ton irgendwie kurz weg war. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie hat es mir den Ton gejietet. So, dass er komplett weg war. Aber ich hoffe, er sollte jetzt wieder da sein, der Ton. So, noch mehr Munition. Hallo? Ich würde irgendwie gerne noch ein paar mehr Headshots ver... Okay. Den habe ich nicht gesehen. Geil, Freunde. Part 2 Part 1 direkt zweimal gestorben. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Ja. Das war's mit ihm. So, Freunde, jetzt müssen wir mal schauen. Dass wir das Ganze irgendwie überleben. Kann ich diese Falle da irgendwie aktivieren? Zack! Alter! Oh, shit! Haben wir gerade einfach sein... Wer? Wo? Hä? Ich werde immer erschossen und ich sehe nicht von wo! Ist das hier... Ist der hinter uns? Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Wo ist der Kollege, der uns da jedes Mal den Gar ausmacht? Passt mal auf, ich aktiviere jetzt mal hier die Falle. Ah, das ist hier. Okay. Warte mal, wir müssen jetzt hier...
Ganz genau aufpassen, Freunde. So, jetzt passt mal auf. Jetzt nehmen wir erstmal den Kollegen hier raus. Dann düse ich jetzt mal wieder als Rollstuhl-LP hier weiter. Ey, das ist so witzig, ne? Dass das Spiel einfach damit anfängt, dass wir als Rollstuhlfahrer uns hier einfach durchprügeln. Oh, hier ist was zum Lesen. Die neue Wahrheit. Welt verurteilt Mord an General Strasse. 25. Februar 61. Während einer weltweiten Fernsehübertragung hat sich der geliebte Kanzler gestern zum Tod des großen Generals Wilhelm Strasse geäußert. Das müsste, glaube ich, der Totenkopf gewesen sein. Dieser war letzte Woche nach einem terroristischen Anschlag auf sein Forschungszentrum an der Ostseeküste ums Leben gekommen. General Strasse war nicht nur für seine humanitäre Arbeit und wissenschaftlichen Entdeckungen bekannt, die unser glorreiches Land bei seinem Bestreben unterstützt hat, die Welt von der Tyrannei zu befreien. Er war auch ein guter Freund des Kanzlers. Obwohl unser geliebter Kanzler von dem tragischen Ereignis sichtbar mitgenommen war, zeigt er sich wie gewohnt entschlossen, die Terroristen zu bestrafen, die hinter diesem verabscheuungswürdigen Angriff stecken. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass dies ein Angriff auf uns alle ist, das Volk Germaniens, das in Frieden leben möchte, verkündete der Kanzler. Wir werden diesen abscheulichen Mörder finden, wir werden sie jagen und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Und ich glaube, immer wenn von der Kanzler die Rede ist, ist, glaube ich, damit immer Hitler gemeint, soweit ich weiß. So. Hi. Sehr gut. So. Wir rollstuhlen weiter. Zack. Putz. Da einmal schön auf die Lehne schmettern. Wo immer sie sind, wachen sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Ja, was kommt da? Achso, es sah aus wie ein Aufzug, aber es ist einfach nur riesige Zahnräder. Die Leiter kann ich natürlich nicht verwenden. Kann ich da durch? Nein. Da kann ich die Leiter nutzen? Das ist jetzt die Frage. Nee, kann ich nicht. Blöde Frage, kann ich mich da draufstellen? Ja, kann ich. Oh mein Gott, das ist so crazy. Das ist so dumm, Mann. Das ist so... Oh! Das ist nicht gut. Das ist so Wolfenstein, Freunde. Dass wir jetzt hier als Rollstuhlfahrer diese kompletten Soldaten rausnehmen, das ist so Wolfenstein, ich sag's euch, wie es ist. Ich finde das mehr als großartig. So. Hallo? Aha, da haben wir nochmal Rüstung, die verlieren wir auch nicht. Wenn wir leider etwas Blut verlieren. Und uns deswegen die Medipacks nicht so viel bringen. Warte mal, hier muss ich hoch, oder? Ah, warte mal, da sind Rollstuhlaufzüge. Ich sehe es. Ich finde es sehr gut, dass dieses U-Boot hier so barrierefrei gebaut ist, Freunde. Feier ich. So, jetzt aktivieren wir hier mal die Falle. Wenn ich jetzt hier ein bisschen baller, laufen die dann da rein? Ja. Sehr schön. Da ist nochmal was zum Lesen. Soldat Oskars Notiz. Kommandant Fischner, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich glaube, dass wir einen Notfallplan benötigen, falls ein terroristischer Angriff stattfinden sollte. Ich bin mir sicher, dass Sie die Berichte gesehen, die Artikel gelesen und die Rede gehört haben, die General Strasse neulich gehalten hat. Der irre Amerikaner richtet überall, wo er auftaucht, Unheil an. Was passiert, wenn er hierher kommt? Gibt es auf dem U-Boot einen Ort, an dem wir Zuflucht finden könnten? Ich denke, dass wir uns dafür wappnen sollten. Gruß, Oskar. Oh boy. Jetzt ist nur die Frage, ob sie jetzt den Zufluchtsort haben oder nicht. Ja? Also ob der Kommandant dieses U-Boots die Notiz ernst genommen hat oder nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Aha, nochmal Fettrüstung, das gefällt mir. Wie häufig, Freunde, beginnt man einen Shooter als Rollstuhlfahrer? So. Ich glaube, das hilft nichts. Da müssen wir jetzt aufpassen. Solange hinter uns keiner ist, ist alles gut. Hallo? Habe ich beide erwischt? Da ist noch einer. Ist der noch in Deckung oder ist der jetzt auch tot? Oh. Düsen wir mal um die Ecke. Der lebt noch. Der auch. Die halten mir zu viel aus. Sehr schön. Na, was macht die gegen MC Rollstuhl, ha?
Bloß, das, ich würde mich irgendwann mal freuen, laufen zu können. Weil man ein bisschen schneller und unkomplizierter von A nach B kommt. Hallo? Test, Test. Ist der unten oder oben? Warte mal, kann ich in die andere Richtung fahren? Habe ich eine Chance, gegen das Fließband anzukommen? Ich meine, das wäre definitiv ein spannender Ort für ein Secret, ne? Ohne Frage. Warte mal, wo sehe ich die Karte? Erreiche den Turmplattformaufzug, ja? Oh Gott, Vorteile, Freunde, hier. Heimliches Überwältigen, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken. Wow, wir sehen hier direkt alle unsere Upgrades, die wir machen können. Okay, spannend. Maschinenpistole, Nagelgewehr. Eingabe verbessern. Kann ich das jetzt schon machen? Nee. Ich brauche da Verbesserungskits für. Okay. Extras. Es gibt Gold, Concept Arts, Starkarten, Spielzeuge, Todeskarten und Schallplatten. Es gibt so viel zu entdecken, ne? Ich glaube, das ist total dumm, dass ich hier dieses Fließband entlang düse. Aber irgendwie hoffe ich, dass ich belohnt werde. Oh nein! Ich werde mit einer unsichtbaren Mauer belohnt. Wow! Okay, das wäre ein cooles Secret gewesen. Oh, Turmaufzug, das sieht gut aus. Das wäre ein cooles Secret gewesen. Oh boy! Damit das Band umgedreht. Das ist alles andere als gut. Wir haben unseren Rollstuhl verloren. Sehr gut. Der lebt noch? Oh Gott, jetzt muss ich kriechen, oder? Alter Mann, ignoriere den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Holy shit, ey. Ich fühle mich so lost, Mann. Aber ich mag die Atmosphäre. Also ich finde die Grafik ist merklich besser geworden zum ersten Teil. Ich spiele nicht mal auf ultra, ultra, ultra Einstellung. Also es gibt irgendwie so 6 Einstellungen oder 7. Und ich spiele auf der 5. davon. Oscar, ich werde Ihnen meine Lösung des Problems mit dem amerikanischen Terroristen verraten. Natürlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass es überhaupt so weit kommt, aber dennoch brauchen wir einen Notfallplan, falls der Terrorist angreifen sollte. Wenn das von Ihnen beschriebene Szenario eintreten sollte, bräuchten wir Zugriff auf Vorräte, Munition und Funkausrüstung, um mit dem Generalstab Kontakt aufzunehmen. Aus diesem Grund habe ich mit Axel gesprochen. Er empfiehlt Sektion F. Sie müssen jetzt Vorbereitungen treffen, damit dieser Bereich für unseren Notfallplan genutzt werden kann. Wenn Sie damit fertig sind, erwarte ich, dass Sie die Männer in einer Besprechung informieren, damit alle wissen, was zu tun ist. Mein Kanzler. Sektion F. Okay. Ich habe eine Granate. F, um Granaten zu werfen. Na, F an der Stelle. Hier ist sogar nochmal so eine Falle, glaube ich. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier ein bisschen baller. Kommen die dann? Nee. Noch nicht. Ich muss jetzt auch leider schon bald den Part beenden, Freunde. Aber ich fühle mich irgendwie noch nicht so danach, muss ich zugeben. So. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Das war ein Headshot. Das war kein Headshot? Bruder, was? Ich habe dem voll in den Schädel geworfen. So, da ist eine Granate. Putz! 2 Granatenkills, sehr schön. Der lebt noch. Oh boy. Mhm. So, aufgepasst, da kommt noch einer. Oh, das sind oh mein Gott, das sind explosive Fässer. Und wir haben 10 von 10 Umgebungskills. Warte, was bringt mir das jetzt? Moment. Jetzt habe ich das erreicht? Mit den Umgebungskills? Hier, und jetzt habe ich hier eine Meisterung. 10%. Umgebungskills, töte Gegner mit Hilfe von explosiven Objekten. Belohnung, senkt den durch Explosionswaffen erlittenen Schaden. Ah, um 10%. Wir kriegen jetzt 10% weniger Schaden durch Explosionen. Cool. Dann kriegt man so eine stetige Belohnung. Na? Man wird zwar davon jetzt aktiv nicht so viel mitbekommen. So
So ehrlich muss man jetzt auch mal sein. Also ich werde jetzt nicht merken, ah, puh, ein Glück, jetzt habe ich 10% weniger Schaden hiervon bekommen. Aber ich sag mal, es wird dann am Ende des Tages hoffentlich dafür sorgen, dass wir weniger sterben. Darauf müssen wir einfach vertrauen. So, beiseite. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Hier sind so viele Wege, die ich entlang rollen kann. Das sind, glaube ich, auch Granaten. Nee, das sind extra Leben. Sehr schön. Und hier in den Kisten ist auch irgendwas drin. Ah, da ist Munition. Oh, hi. Was geht? Munition und Granaten, glaube ich. Sehr schön. Warte mal, hier hinter mir, ne? Ja, du bist ein ganz harter. Legst dich mit einem Rollstuhlfahrer an. Beeindruckend. Freunde, wo zur Hölle muss ich hin? Ich finde hier überall Leben und alles drum und dran. Ich finde hier so viele Wege, die ich entlang düsen kann. Was ist denn das hier für ein Ort? Ah, jetzt bin ich hinter dem Aufzug. Das ist der Ort, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Tagebuch des Wiesenau-Rebellen. M. Wir werden alle sterben. Ich kann es spüren. Seit Tagen habe ich nicht geschlafen. Meine Träume sind bruchstückhaft, brutal, seltsam. Jedes Mal sehe ich Helens Gesicht. Blutig, die Hälfte fehlt. Ich wache schreiend auf. Kein Schlaf mehr für mich. Scheiß auf Schlaf. Ich schreibe zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Vielleicht kann ich so klarer denken. Ich rede nicht mehr mit den anderen vom Wiesenau-Widerstand. Ich ertrage ihre Blicke nicht, ihre Stimmen. Ob wir sicher sind? In einem U-Boot des verdammten Regimes? Klar, Blazkowicz hat es gestohlen. Aber wie könnten wir uns sicher sein, dass wir nicht irgendwie ausspioniert werden? Niemand antwortet. Niemand denkt nach. Caroline sagt, ich wäre zu negativ. Hat mich gebeten, die Sache mit positiver Energie anzugehen. Ich meinte nur Scheiße auf die Sache. Die Menschheit ist am Ende. Das Regime hat gewonnen. Es ist aus. Sie haben verdammt nochmal gewonnen. Ich habe ein ruhiges Fleckchen gefunden. Weit von den anderen. Dort richte ich es mir so gut es geht gemütlich ein. Wo ich keine Leute sehen muss. Wo ich keine unterernährten Gesichter und die starrenden Augen der Kranken ertragen muss. Die zurückblicken wie Spiegel. Vielleicht wird es Zeit, dass ich schlafe. Aber ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst vor meinen Träumen. Oh boy. Dem geht's gar nicht gut. Ja. Und uns auch nicht. Freunde, ich hoffe, beim nächsten Mal schaffen wir es, uns mit unserer Frau zu vereinen. Die unter anderem auch ein Kind von uns im Bauch hat. Und hier ist sogar noch eine Zeitung. Amerikanische Gebiete florieren unter neuem Regime. Das Ministerium für das regionale Wohl der amerikanischen Gebiete hat heute eine Sammlung unabhängiger Berichte veröffentlicht, die den Zustand der amerikanischen Gebiete seit der Befreiung von dem ehemaligen korrupten Regime und der Einführung der neuen amerikanischen Ordnung untersucht haben. Die unabhängigen Berichte stellten alle einstimmig fest, dass das amerikanische Volk während der ganzen Geschichte des Kontinents noch nie so wohlhabend war. Sie führten auch an, dass der Bestrafer, die Bombe, die den amerikanischen Gebieten in Frieden gebracht hat, einen Großteil zum Erwachen der Menschen beigetragen hat. Die Atombombe hieß einfach der Erwacher. Dies bekräftigt nur, was wir schon immer gewusst haben, dass das amerikanische Volk von einer Gruppe korrupter Eliten gefangen gehalten wurde, die nie an dessen Wohlergehen interessiert war. So Ludwig Huber, der Direktor des Instituts. Im Gegensatz zu unserem geliebten Kanzler, der bewiesen hat, dass Menschen aufblühen können, wenn sie richtig geleitet werden. Ja, so kann man sich auch den Abwurf einer Atombombe schönreden. So. Und ich glaube, hier können wir das Fließband umdrehen und dann hoffentlich zu unserem Kind und unserer Frau kommen. Bis zum nächsten Mal bei Wolfenstein 2. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch.